Jawohl, meine Lieben, es geht weiter mit meiner DVD-Sammlung und ohne Umschweife fange ich an. Mireille Mathieu live im Olympia. Ja, habe ich 1 € für bezahlt und als Französin guckt man an dieser Frau ja auch nicht rum und ihre Musik ist schick. Lasst euch von dem Preis nicht blenden, hat 9 € gekostet bei Weltbild bei uns. Ist eben ein Konzert, von dem ich wirklich nicht viel verstehe. Ich habe es auch wegen meinem Vater gekauft, der hat sich auch gefreut. Ja, schick, also da sind auch wirklich schöne Lieder dabei bei ihr. Aber ist halt nicht jedermanns bzw. Fraus Sache. Happy Feet mit dem süßen Mumble hier. Der zweite Teil kommt ja am 1. Dezember raus. Ins Kino. Mal sehen, ob ich hingehe. Da gibt es noch einen anderen Film an Weihnachten, der mich mehr interessiert. Also, er ist echt total niedlich mit dem Mumble. Es ist wirklich zum Knutschen süß. Die Mummy, also Mummy Legends. Die Mumie kehrt zurück und The Scorpion King, natürlich, ich bin ein Rock-Fan, The Rock. Klare Sache, ne? Ich finde den Scorpion King eigentlich ziemlich geil. Hier ist er. Hier sind die Mumienfilme. Ich habe mir die mal beim Mediamarkt ganz billig geholt. Ich glaube 5 € oder so. Die drei hier. Und da ich alle drei Filme sehr gut finde. Ich kenne den dritten Mumienfilm allerdings nicht. Ja. Ich habe es aber, seit ich sie gekauft habe, auch noch nicht eingelegt, also sind quasi noch neu. Batman The Dark Knight. Ich fand Heath Ledger ja als einzigst würdigen schauspielerisch gesehenen Nachfolger von Johnny Depp. Also der hat auch immer so krasse Rollen gespielt und sich total verändert dabei. Er wäre aus meiner Sicht der einzigste Nachfolger für Johnny gewesen. Aber leider ist der arme Kerl auch schon seit, ich glaube, jetzt 2 Jahren nicht mehr da. Eine Schweinerei, mit 27 schon sterben zu müssen. Aber es war wirklich eine geniale Rolle, die er da gespielt hat. Ist wirklich ein sehr, sehr, sehr geiler Batman-Film. Ratatouille. Warum ich den Film habe, dürfte ziemlich klar sein. Der ist natürlich auch toll. Die Marseillaise spielt im Abspann, zumindest am Anfang, da war ich zu Tränen gerührt, wo ich es gesehen habe, weil es mich überrascht hat. Es passt. Paris ist Frankreich ist das beste Land, wenn es ums Essen geht. Von daher passt es gar nicht anders. Seht ihr, in Frankreich können sogar die Ratten kochen. Also, es ist bemerkenswert. Leon, der Profi. Ja, habe ich mal im Fernsehen gesehen. Jean Reno ist sowieso cool. Ich erinnere nur an Godzilla. So stelle ich mir Franzosen vor, so wie er sie da spielt. Und ja, wie heißt das Mädel? Ich habe tatsächlich ihren Namen vergessen. Ist das peinlich? Natalie Portman. Wie kann ich das vergessen? Ich mag die doch. Fast eine der wenigen Schauspielerinnen, die ich eigentlich mag. Ich weiß gar nicht, wie alt sie da war. 10 oder so? Kein Plan. Wie sie ihn angemacht hat. Also das war echt cool. Muss man echt sagen. Also ich habe die Filme schon alle gekauft, weil sie mir sehr gut gefallen. Sonst würden sie ja hier nicht liegen. Und jetzt, oh, ich liebe es, Alvin und die Chipmunks. Oh, wie habe ich die Sendung als Kind immer geguckt, nachdem ich aus der Schule kam, aus der Grundschule. Oho, mittags auf RTL 2 immer geguckt. Und ich habe mich gewundert, dass so spät erst ein Film davon kommt. Aber natürlich sehr cool. Die Musik ist auch. Also, Christmas, Christmas time is here. Ist wirklich eins Lied, was mich an Weihnachten freut, dass Weihnachten ist, obwohl ich es auch den Rest des Jahres immer wieder mal höre. Hier haben wir auch Teil 2 mit den Chipettes. Den fand ich natürlich nicht so gut. Die Mädels passen einfach nicht da rein. Es ist einfach nichts. Ich bin gespannt. Das ist übrigens von Alvin the Chipmunks kommt an Weihnachten ein dritter Teil raus. Das habe ich gemeint vorhin bei Happy Feet, dass der mich mehr interessiert, wie der dann wird. Ich glaube, die sind da irgendwo auf hoher See. Zumindest sah das Filmplakat so in der Richtung aus. Jetzt etwas, das meinen Musikgeschmack betont. Hehe. Andrea Berg live. Ich habe 3 DVDs von ihr. Eine fehlt mir, eine Tour-DVD, dann habe ich alle. Was soll ich dazu sagen? Hier ist halt eine Tour, ne? Hier singen sie Lieder und hier sind Backstage-Sachen noch. Ist halt nicht viel zu erzählen. Die zweite, Zwischen Himmel und Erde, auch ein schönes Album. Wird natürlich Schlager-Hassan überhaupt nicht in den Kram passen, aber ich finde diese Frau halt total toll. Helene Fischer mag ich auch. Sogar Michael Wendler finde ich musikmäßig gesehen gar nicht mal so schlecht. Als Mensch. Darüber kann man natürlich streiten. Aber es gibt Lieder von dem, die mag ich sehr, muss ich sagen. Also bei Andrea Berg sowieso. Selbst wo sie jetzt mit Dieter Bohlen arbeitet, obwohl Dieter Bohlen mag ich eh. Viele Leute hassen ihn ja, aber er sagt halt, was er denkt. Warum soll er jemanden bei DSDS sagen, du singst geil, wenn der singt wie ein Scheißhaufen? Da kann ich ihm nur recht geben mit dem, was er sagt. Das ist die letzte und neueste von ihr, Schwerelos. Tausend eine Nacht Tour. Ich fand's gar nicht so gut.
Die beiden davor fand ich besser als die. Aber das Album war nicht schlecht. Also, das war das erste mit Dieter Bohlen, um das es da ging. Jetzt kommen ein paar DVD, ja, Boxen von Serien. Ich habe nur vier, aber. Jawohl. Two and a Half Men. Ich finde die Sendung toll. Ich habe, glaube ich, bisher jede Folge gesehen. Auch die neuen, die jetzt auf ProSieben laufen, obwohl das eigentlich immer schlimmer wird. Ich bin nur gespannt, wie der Tod von Charlie Harper aussieht. Ich habe die erste Folge in Amerika gesehen. In Englisch mit Ashton Kutcher. Die war echt lustig. Ich habe echt geweint. Also, das hatte ich bei Two and a Half Men, glaube ich, selten. Also, es war richtig lustig, muss ich sagen. Obwohl Ashton Kutcher, den mag ich gar nicht. Charlie Sheen ist viel besser. Was will man dazu sagen? Jake, Bertha, Evelyn, Rose finde ich am besten. Rose und Alan eigentlich, obwohl Charlie ist natürlich Sache für sich, ne? Ich will mir die restlichen Staffeln auch noch holen, wenn die alle mal billiger sind. So, ich habe für die auch nur 10 € bezahlt. Gibt ja schon so viele, gibt sechs. Das ist jetzt die siebte Staffel, die in Deutschland läuft. Auf jeden Fall mal ein Guck wert. Ich finde, man das kennt sowieso jeder von euch. Und jetzt die beiden heißesten Brüder im Fernsehen. Hey, wenn auch nicht in echt. Supernatural, Dean und Sam Winchester. Ja. ProSieben, montags, 21:15 Uhr. Laufen im Moment auch noch Folgen. Jared, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Padalecki, Jensen Ackles. Also, Jared ist Sam und Jensen ist Dean. Ich finde die beiden toll. Ich finde sie beide süß. Sie sind beide verheiratet und Jared wird bald Vater. Falls jemand von euch die Sendung besser kennt, also Sam, Jared, der Große, ist verheiratet mit der Frau, die in der Sendung die Ruby gespielt hat. Diese Dämonin da, wo er das Blut getrunken hat. Die beiden sind verheiratet und der hat sie geschwängert. Wie es bei Jensen aussieht, weiß ich nicht. Er ist verheiratet, aber keine Ahnung. Habe ich letztes Mal irgendwie gelesen. Ab 16. Ja, das ist schon nicht unberechtigt manchmal. Staffel 1. Ja, haben wir Staffel 2. Bild ist schon mal toll. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden ich besser aussieht. Anfangs war ich immer für Dean. Mittlerweile finde ich beide toll. Weil Sam, also er hat sich auch ziemlich verändert. Zum Positiven. Also irgendwie richtig erwachsener geworden. Boah, das ist er sogar da mit dem schwarzen Auge. Böse. Ist die auch ab 16? Ja, ne? Genau. Staffel 2. Staffel 4 ist mir noch zu teuer. Ich habe die ersten drei, die habe ich billig bekommen. Die ist allerdings schon ab 18. Das Bild ist auch nicht übel. Boah, die fühlt sich noch so neu an. So rutschig, so glitschig. Boah. Äußerst lecker. Sieht ein bisschen aus wie Angelina Jolie. In der Staffel, die jetzt im Fernsehen läuft, war auch schon Paris Hilton zu sehen. Auf jeden Fall, wer die Sendung nicht kennt, sollte mal reinschauen. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und spannend auch immer, finde ich. Also, ich sitze hier gern abends, so guck mir das an, hab hier meinen Kakao stehen und esse was dabei. Und ja, es ist nicht so, dass man kotzen muss, weil es so eklig ist. Nein, das kommt nicht vor. Es ist halt sehr spannend. Und übernatürlich eben, wie Supernatural schon sagt. Jawohl, ihr Lieben, das war mein etwas wichtigerer Haufen, der auch neben meinem Fernseher oben bei meiner Xbox steht. Gleich kommt noch der letzte Haufen, der größte Haufen, der Johnny Depp-Haufen. Der ist nämlich sehr groß und fast vollständig. Also Leute, freut euch auf was. Bis gleich.